Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem achten Video der Playlist Winkelsätze. Wir spielen wieder den Winkeldetektiv. Es gibt eine Aufgabe, die wird ein Tick schwieriger als die davor. Wichtig ist, die Grundlage hierfür sind die Winkelsätze und die Winkelsummen im Drei- oder in diesem Video sogar im Viereck. Ja, hier haben wir die Aufgabe. Probier das mal und pausiert. Ihr kennt schon das große Viereck hier. Seht ihr hier, das ist ein Viereck, darum geht's. Und wir brauchen diesen Winkel Alpha. Und der ist hier in beiden Fällen gleich groß. Und in einem Viereck sind alle Winkel zusammen, also alle vier Winkel, sind 360 Grad. Können wir also aufschreiben, Alpha plus 90. 90 ist bitte hier der rechte Winkel. Wenn ein Punkt da drin ist, sind es 90 Grad. Plus Beta sind 360 Grad. Ja gut. Weiß ich jetzt nie im Leben, was Alpha ist, ne? Aber es hilft ja noch hier, dass ich weiß, dass diese 70 Grad hier direkt an Beta dran liegen. Nämlich, das sind nämlich genau Nebenwinkel. Die bilden hier nämlich genau einen Halbkreis. Ganz wichtig zu erkennen. Das plus das, die beiden zusammen müssen 180 Grad ergeben, weil es genau ein Halbkreis ist oder weil es Nebenwinkel sind. Daraus ergibt sich, dass Beta also 110 Grad sind. Das können wir hier schon mal einsetzen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Alpha plus 90 Grad plus 110 Grad sind 360 Grad. Gut, und jetzt müssen wir sagen, okay, 90 Grad plus 10, 110 Grad sind natürlich 200 Grad. Jetzt müssen wir uns das logisch überlegen. Wir haben hier 200 Grad und es fehlen uns ja nur noch 160 Grad. Das heißt, Alpha müssen ja 160 Grad sein. Das können wir jetzt hier schon mal so hinschreiben. Alpha plus Alpha sind 160 Grad. Die beiden Winkel sind genau gleich groß und dann gibt es ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass Alpha dann 80 Grad sein müssen. 80 plus 80 sind 160 Grad. Da einfach nur mal ein bisschen logisch überlegen und dann kommt man da auf jeden Fall auf diese Lösung. Häufigste Fehler hierbei sind, dass die Winkelsumme im Dreieck, Viereck, Fünfeck und so weiter vergessen werden. Ja, in diesem Video war es jetzt das Viereck, 360 Grad. Schaut sonst nochmal zwei Videos davor in der Playlist. Da haben wir das auf jeden Fall alles erklärt, wie man auf diese Winkelsumme kommen kann. Im nächsten Video kommt eine weitere Aufgabe. Ihr seht, es wird schwieriger. Schaut euch sie auf jeden Fall an. Dadurch lernt ihr was, auch wenn ihr euch nur die Lösung anguckt. Also bis gleich. Ciao. Ciao.